Jamal was around here somewhere. I don't have much time. Es lief am Anfang alles so gut und dann wurde das alles nur schlecht. Ja. Ich war halt mir nicht sicher, wann ich wohin, wie, was machen sollte. Wie muss ich hier weiter überhaupt? Ich sehe schon. Dadurch diese enge Gasse kommen wir hier durch. Jetzt müssen wir aber hier mal aufpassen. Ich habe keine Ahnung. Hier kann ja jederzeit irgendein Geisterschreck rauskommen. Hinten sind zwei. Knöpfen wir uns vor, glaube ich. Muss nicht alles selber machen. Beiden. Du hast schon genug getan gerade. That's it. Jamal's here. Okay, now find a place close to the house where I can take cover. You know what you have to do today. Weiß ich das? Find Jamal, Iden. I will try. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. وبمجرد اعتراف شرعيتنا سنشعر الثورة في البلاد ونطارد المتمردين ثم نقوم باستعادة النظام أنا متأكد أن المناطق الجنوبية ستقف في صالحنا عندما يقلقني هي المناطق الشمالية يجب أن نرسل مبعوثين إلى هناك لتحريض السكان على أرض Wie soll ich das bewerkstelligen dann? Ich muss das erledigen. لذا لا يكون لنا أي مشكلة مع السكان. أنا أخشى ألا تقف الولايات المتحدة في صالحنا أبداً. إنها كانت على علاقة ممتازة مع بس. ولا يمكن أن تسمح لجمال أبداً أن يأخذ مكانه. أنا لا يهمني رأي أمريكا حتى أخذ الحكم في بلدي. كيف لا يهمني؟ Ich muss das erledigen. Ja, dann erledigen wir das mal. Zum Glück sieht er ihn ja nicht. Oder sieht er ihn? Nein, und wenn, dann ist es ihm scheißegal scheinbar. Gar keine Waffe. Der hat eine Waffe. Sorgen wir hier mal für ein bisschen Unruhe. Good, good. Now find a weapon. Ich bin nur ein Mann, der nichts anderes kann. I've got to do it. Orders are orders. The guy's got blood on his hands. He deserves to die. Come on. I can do this. I can kill him. I can kill him. Das wäre vielleicht zu offensichtlich, da so reinzugehen. Natürlich können wir ihn töten. Vielleicht können wir ihn aber auch vor allem von hier töten. Schade, das wäre eigentlich viel cooler, wenn wir ihn von hier aus töten. هذا يجب علينا أن نطاردهم أينما كانوا ونجعل توحيد البلاد. هل نسيتم أننا لا يوجد لنا؟ Alter. Meine Fresse.
I need to confirm that Jamal is dead. Hurry. Ich verstehe nicht, wie 10.000 Leute es nicht schaffen, diesen einen Typen umzubringen. Die kommen reingestürmt. Das ist nicht Jamal. Jamal ist gar nicht hier. Jamal ist nicht hier. Oh doch, da ist Jamal. Da ist Jamal. Oh Mann, wieso fotografiert sie Leichen? Oh oh. Salim? Abi. Oh nein, das war ihr Bruder. He's your father? Oh, Vater, ich dachte Bruder. لماذا فعلت ذلك؟ فكرت أنك صديقتي. Wir beschützen dich, Jody. Es tut mir leid. Aber der Konflikt musste ja noch passieren. Es konnte ja nicht alles gut gehen. أنا كرهك. Es tut mir leid. Was haben wir nur getan? Schon wieder. Egal was wir tun, es kommt nur Mist dabei raus. Es ist immer wieder dasselbe. Und wir können ihn auch nicht zurückbringen. Die Fähigkeit haben wir nicht. Wir müssen hier weg. Fuck, we gotta get out of here. Oh oh. Alter, nein! Weg hier! Komm schon, Jody! Verdammt! Was ist das denn hier? Irgendeine Art Falle? Oh, ich verstehe, warum sie auch so sehr ist. Warum sie von der CIA abhauen wollte. Sie haben sie einfach nur reingeholt, damit sie rauskommt. Wir müssen uns verteidigen. Aber wir werden uns nicht selber töten. Niemals. Wir können das nicht tun. Wir müssen dich wieder mobil machen. Das ist ganz wichtig. Komm schon, Jody. Dein Bein wurde gerade geheilt. Nichts wie raus von hier. Irgendwas mit Amerika. Alter, hör doch mal auf mich zu schießen. Oh nein.
Haben Sie? Ist das unsere Schutzgarnison? Endlich. Ja, klar. Mit einarmig. Wie hat er sie hochgezogen? Gar nicht? Oh Mann. Es ist alles schief gelaufen, diese scheiß Mission. Wir werden das nie wieder tun. Genau deswegen werden wir ausbrechen. Aus diesem 10 years in the CIA, never seen anything like it. Boss sends his own private helicopter to get an agent back. All the top brass are crazy about you, Jody. You and Aiden, of course. Ich finde das nicht gut. You okay? Ich will aussteigen. Listen, I know this one was tough, but it's over. We're going home. It's just another mission accomplished, right? I'll never forget what I saw back there, right? Never. Ja, das macht einen schon fertig. Das, was man da so gesehen hat. Ich trinke jetzt sicherlich keinen Alkohol. Ich finde das sowieso eine schlechte Entscheidung. Schauen wir besser lieber kurz in diese Zeitschrift rein. Und ärgern uns darüber, was passiert ist. Ob wir das hätten anders durchleben können, das weiß ich gar nicht. And the international community had just announced its official recognition of the election of the new president, Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, one of the most dangerous warlords in the country. And now, sources report that he and all his government were assassinated in what appears to be an unclaimed attack. You have to find Jamal and eliminate him. Hopes were high that the newly recognized President Jamal Sharif would be able to put an end to the hostilities that have ravaged his country for many years. A number of world leaders have already expressed outrage at what appears to be nothing less than a cold-blooded execution. You have to find Jamal and eliminate him. Eine Lüge. Eine dreiste Lüge. You lied to me. What are you talking about? Jamal wasn't a warlord. He was the president. He was the democratically elected president. Your point? We're not politicians. We had our orders. You knew I wouldn't have murdered him. Oh. So you lied to me. Welcome to the CIA, Jody. It's not fucking choir practice in case you haven't noticed. Now, we had a job to do and we did it. End of story. This might just be a fucking job to you, okay? But I don't go around killing people because some four fucking star general tells me to. What's going on? Oh, ihr hättet sie nicht wütend machen sollen. Joe, listen, you calm down. All right, we'll get back home and we'll talk about it, okay? You manipulated me. You used me to do your dirty work. What difference does it make, Jody? He was a dead man walking with or without you. I have blood on my hands. Some kid lost his father because of me. Because I trusted you. Because I trusted we were doing the right thing. Whoa. What am I, me, Ryan? A toy? Some fucking puppet that you can just do whatever you want with? We're getting massive turbulence. Fuck! I can't control it. Jody, for God's sake, you're gonna kill us. No one's ever gonna like me again, Ryan. Whoa. Fine. Und so ist sie dann abgehauen. Krass. Wow. Echt krass. Nathan Dorkins. Komm schon, Jody, sag es. They used me.
those people. Johnny, what happened? I didn't know. I was just doing what I was told. Where are you? Is Clayton with you? No, I ran away. You can't run away from them. They'll hunt you down and they'll find you. You've got to come in, Jody. We'll talk. I'm sure... Oh, it's over, Nathan. Through being their toy. Oh, yeah. You tell them that if they try to find me, I'll kill them. Jody, listen, tell them, Nathan. I'll kill them. Warum muss man erst immer so weit gebracht werden, um sowas zu sagen und dann auch zu tun? Das war eine klare Ansage. Und das war's. Hier sehen wir alte Freunde, Navajo. Nach der Navajos. Wahrscheinlich trifft er auf Nathan. Ich weiß es nicht. Tarnprofi, wenigstens haben wir das geschafft, ohne so gefunden zu werden. Ah, ich will das abbrechen. So. Und beim nächsten Mal werden wir dann sehen, wie die Sonne untergeht. Und mal gucken, auf welche alten Freunde wir treffen. Vielleicht auch auf Stan und so weiter. Das wissen wir nicht. Wir haben auf jeden Fall Freunde gemacht, die zu uns gestanden sind. Die CIA war die falsche Wahl. Das haben wir jetzt in dieser Aufnahme-Session deutlich gesehen. Beim nächsten Mal werden wir hoffentlich Menschen wieder vertrauen können. Und vor allem uns selbst. Und danke nochmal, Aiden. Vielen Dank, dass du da bist. Und ich bin echt gespannt herauszufinden, wer du eigentlich bist. Ich hoffe, du hilfst uns weiterhin. Und du bist weiterhin für uns da. Und hoffe, du wirst nie ein Problem für uns. Mit diesen Worten. Euer JMO. Cheerio. Bye bye. Ich bin auch immer für euch da, wenn ihr mich braucht. Bye bye.